Okay, Vortrag ist etwas wirklich Cooles, finde ich. Und ich freue mich sehr darauf. Der Vortrag geht über ein Forschungsprojekt, bei dem die Nutzer sehen und kontrollieren können, was mit ihren persönlichen Daten passiert. Das ist zumindest das, was ich in der Beschreibung des Vortrags gelesen habe. Ich freue mich wirklich, mehr über dieses Projekt zu erfahren. Und Mort erzählt uns mehr darüber. Er erzählt uns mehr über das Design der Plattform, die Implementierung. Und bitte eine große Runde Applaus für unseren Vortragenden. Okay, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Bevor ich anfange, möchte ich noch mich kurz entschuldigen. Ich habe kleine Kinder, also es gibt bei mir immer die Grippewelle im Haus. Also wenn ich anfangen sollte, einfach zu husten, bitte bleibt einfach kurz bei mir. Was ich machen werde, ist über das Datenbox-Projekt reden. Das ist von dem im englischen Wissenschafts finanziert mit verschiedenen Industriepartnern, die, zum Beispiel der BBC. Um ein bisschen die Bühne zu setzen, ich muss hier nicht so viel sagen. Ihr könnt zu diesen Tumblr-Seiten hier gehen. Das wir haben da ein We put the chip in tumblr.com. So, Informationen sind überall um uns herum gesammelt von allem, was wir machen. Unsere Einkaufsgewohnheiten, verschiedene IoT-Sachen in unseren Wohnungen, ganz viele Informationen werden gesammelt. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber auch Probleme. Zum Beispiel gibt es da sehr viel, was Personalisierung und ist, oder Sachen, die euer Haus energieeffizienter machen, oder Sachen, die zum Beispiel vorteilhaft sind. Aber es gibt auch Probleme, zum Beispiel Privatsphäre-Probleme oder Privat- oder Recht für Individuen. Ich habe euch gewarnt, Entschuldigung. Die Grundlage dieser Sammlung ist, dass sehr viele, auch teilweise sehr persönliche Daten in sehr großen Silos gesammelt werden. Manche der Sensoren, die ihr hier sehen könnt, sind Sachen, die ihr vielleicht erwarten würdet. Also retro-soziale Netzwerke, Nest-Thermostate und auch Sachen, die tiefer gehen, also für medizinisches Gerät, also Herzschlagmonitore und so weiter. Es ist sehr reiche Daten. Also das Problem, das wir haben, ist, was können wir machen, um Subjekten, die sammeln und ausnutzen wollen ihren Daten, also speziell Daten, die vielleicht deren Daten sind, also persönliche Daten, die einem irgendwie gehören, oder Daten, die über einen gesammelt werden, also wo man vielleicht nicht so direkt die Kontrolle zu hat. Und das ist der Kontext, um den es geht. Also wie kann man Leuten helfen, dass ihre Daten, damit sie da Agency haben. Wir wollen Daten irgendwie in die Cloud bekommen. Die Informationen werden dahin hingesendet, auch wenn es anfängt. Es gibt vielleicht Daten, wo ihr erwartet, dass es so ist, wenn ihr irgendwas auf Facebook postet, dann ist es auf Facebook. Aber es gibt auch viele IoT-Geräte, bei denen das, wo es eigentlich ausreichen würde, wenn die Daten lokaler gespeichert sind, wenn es um euer Haus geht. Aber trotzdem machen die Anbieter das so, dass sie das irgendwo in die Cloud schieben, auf irgendeinem Computer von irgendeiner anderen Organisation, Gruppe, Menschen. Und für mich ist das ein strukturelles Problem, wie wir unsere Systeme heutzutage bauen. Das Internet ist sehr fragmentiert worden. Es ist sehr schwer, ein gutes Verteilungssystem über das offene Internet hinweg zu bauen. Deswegen ist es einfacher, Sachen zu zentralisieren. Und die Cloud hilft uns dabei, es einfach irgendwo auf den Rechner von jemand anderem zu geben, der den dort operiert. Also wenn wir die Daten, also was wir also machen, ist die Daten in die Cloud packen, um sie dort zu verarbeiten, damit sie dort dezentralisiert sind. Der Punkt, an dem man anfängt, darüber nachzudenken, ist, ich bin 2009 ungefähr wieder in die Forschung gekommen und bin da in Nottingham in ein Forschungsprojekt reingegangen, wo es darum ging, was ist eigentlich der digitale Fingerabdruck, den jemand hat. Und es war sehr interdisziplinär, also es gab Leute aus Soziologie, Mathematik, Ingenieurswissenschaften, aus vielen Bereichen der Forschung. Und eine Menge meiner Kollegen haben im Prinzip gesagt, wenn man da irgendwie so einen magischen Service machen könnte,
für den Kontext des Users, dann könnten wir eine Menge interessante und lustige Sachen machen. Und wir hatten eine Reihe von Unterhaltungen darüber, wo meine Frage war, ja, aber was ist das? Was ist der Kontext? Ich verstehe den Kontext nicht. Was meinst du mit, du möchtest den Kontext wissen? Und dann wurde langsam klar, dass es nicht wirklich gut definiert war, was der Kontext eigentlich ist. Aber es hat auf jeden Fall persönliche Daten beinhaltet. Es war irgendwie möglich, das von ganz vielen Sensoren zu sammeln, von Interaktionen im sozialen Netzwerken und so weiter. Also das Ergebnis, zu dem ich kam, war, als fauler Informatiker ist, dass ich mich nicht wirklich um den Kontext kümmern wollte, weil es war sehr schwer, aber was ich gesagt habe ist, okay, wenn die mir irgendwie ein bisschen Code gibt, dann wird mir der Code ja sagen, was der Kontext ist und dann kann ich euch eine Plattform bauen, die euch für euch das ausführt. Und dann könnt ihr den Kontext definieren. Also habe ich das Problem ausgesagt und dann haben wir etwas gebaut, was DataWare ist, also eine serviceorientierte Architektur für personalisierte Daten. Also ich würde irgendwie Code schreiben, der Daten prozessiert. Und dann gäbe es eine Plattform, auf der dieser Code laufen kann und dann würde der Prozess die Information zurückbekommen. Und dann würden wir also den Code dahin packen, wo die Daten sind, statt dass wir die Daten packen, wo der Code ist. Also man würde die Daten nicht mehr in die Cloud schicken, sondern würde den Code dahin schicken, wo die Daten erscheinen. Also hier, es wäre eine Schematik. Also es ist ein bisschen komplex. Also im Prinzip gibt es hier die... Und hat die Erlaubnis, das Ganze durchzuprozessieren. Und dadurch haben wir es dann auf der Plattform selber, wo die Daten auch schon liegen. DataWare. Entschuldigung, ja. Aber als wir versucht haben, das tatsächlich umzusetzen, wurde es klar, dass es sehr viel Komplexität in den Interaktionen gab. Also man kann verschiedene Interaktionen machen. Also man kann natürlich Leute fragen, ob sie halt für die Daten zahlen wollen. Und es gibt halt auch Dinge, Situationen, wo es halt nicht angemessen ist, dafür zu bezahlen. Und es war halt nichts an den Daten, wo halt wirklich klar war, warum dafür bezahlt werden sollte und welche Eigenschaften das Ganze haben sollte. Also DataWare ist ein technischer Vorschlag, der einige Interaktionen unterstützt. Aber es gibt noch viele weitere Dinge, die man berücksichtigen kann. Also wir sind dann von der gesamten Sache etwas mehr generell auf das Ganze geschaut und wir haben dann Menschen-Daten-Interaktion betrachtet. Ich bin jetzt auch kein Historiker oder eine volle Human-Data-Interaction-Person, aber es war halt so, dass es ursprünglich so war, dass wir eine einzelne Person hatten, die einen einzelnen Computer genutzt hatten. Und heutzutage haben wir halt ubiquitäres Computing. Also, und Human Data Interactions versuchen halt, das so zu betrachten, dass man nicht mehr den Nutzer, der direkt mit dem Computer interagiert hat, sondern dass halt man auch persönliche Daten hat, die dann analysiert werden. Und von diesen Analysen kann man bestimmte Interferenzen ziehen, also Ergebnisse ziehen. Und darauf basierend kann man dann Maßnahmen ergreifen oder Aktionen durchführen, sodass man einen Feedback-Zyklus hat. Und das Ganze kann natürlich dann auch das eigene Verhalten beeinflussen oder das Verhalten von anderen Prozessen beeinflussen. Und in diesem Raum sind Data-Verarbeitungsprozesse dann durchgeführt. Und das, was wir hier sehen, ist, aber es gibt halt drei Kernaspekte, die halt nicht wirklich erfüllt werden. Das erste ist halt Lesbarkeit. Es ist klar, dass die meisten Leute nicht wirklich verstehen oder nicht wirklich wissen, woher die Daten kommen, über die Daten, die über sie gesammelt werden, wo die herkommen.
Und es ist wichtig, also um zu verstehen, was mit den Daten passiert, muss man halt verstehen, was mit den Daten jetzt oder in der Vergangenheit passiert ist. Und es ist nicht unbedingt klar, es ist nicht unbedingt Lesbarkeit für den Nutzer. Also der Einfluss ist ebenfalls wichtig, also unten es fehlt. Wir wissen häufig nicht, oder es gilt auch für mich, wir haben kaum Einfluss auf die Art, wie die Daten gesammelt werden. Und also wir können zwar all die Privatsphäre-Einstellungen kontrollieren, aber das kontrolliert immer noch nicht, wie die Daten dann tatsächlich eingesammelt werden. Und also wenn ich jetzt in einer Smart City umhergehe, dann kann ich das nicht wirklich beeinflussen. Und es ist auch wichtig, halt die Datenanalyse mit zu beeinflussen zu können. Und also uns fehlt halt der Einfluss auf die Datenverarbeitung. Und dann gibt es halt noch die Verhandelbarkeit. Hier geht es darum, die Dynamik von Interaktionen zu verwalten. Also wenn man halt Entscheidungen trifft, dass man diese Entscheidung nicht endgültig trifft, dass je mehr man über die Verwendung der Daten versteht, lernt, dass man seine Meinung ändern kann und dass man, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt heutzutage auf die AGBs klickt, dann sagt man, ja, ich akzeptiere, aber man stimmt halt auch den zukünftigen Änderungen zu und es ist halt schwierig, sich wieder komplett aus dem System rauszuziehen. Das hat dann zu der Idee von Databox geführt. Das hat immer noch die Idee im Hintergrund, dass man den Code zu den Daten bringen will, sodass man immer noch die volle Kontrolle hat über die Daten und dass die Daten halt nicht von externen Quellen produziert werden. Und wir wollten sicherstellen, dass wir alle internen und externen Kommunikation kontrollieren können. Und im Endeffekt sollte es dann halt unwichtig sein, welche Berechnung durchgeführt wurde. Okay, wenn ich jetzt alles sammeln würde, was irgendwie kommuniziert wird mit diesem Gerät und der Außenwelt, dann könnte ich irgendwie, auch wenn was schief läuft, einfach zurückgehen und könnte gucken, was ist passiert. Was ist schiefgelaufen? Okay, das ist das Modell, das wir haben. Die Datenbox ist so eine Art Missbrauchserkennung. Also Henry lädt irgendwas in seine Box runter. Irgendwas, was er halt im Ausland gemacht hat mit seiner Kreditkarte. Die Banking-Anwendung ist dann in der Lage zu gucken, ob er wirklich da ist. Also fragt sie ihn halt. Und die Databox sagt dann nein. Und dann kann die Bank die Zahlung verhindern und so ist der Betrug verhindert. Das ist bei der Bank passiert. Die Bank ist also einfach in der Möglichkeit sagen können, nee, ich bin nicht da, wo diese Transaktion ist. Also das würde die Box sagen, ohne dass die Bank die Daten bekommt an sich, wo du bist. Also wie ist Datenbox implementiert, Databox implementiert? Hier das Modell ist, dass wir im Prinzip Apps installieren, die Informationen lokal verarbeiten. Die Apps verarbeiten die Daten. Also wir haben auch irgendwie eine Art Driver, der Daten veröffentlicht. Und es gibt Manifest-Files, die damit verbunden sind, die immer beschreiben, welche Informationen von dieser App bearbeitet werden. Und das wird in einen konkreten SLA, so nennen wir das, umgewandelt. Das passiert, wenn du die App installierst. Das ist zum Beispiel eine App, die möchte auf deine Smart-Lichter-Daten zugreifen. Wenn du sie installierst, dann bist du in der Lage zu kontrollieren, welches Licht wird diesem Programm zugänglich gemacht. Das ermöglicht dir die Möglichkeit,
als User ein bisschen die Kontrolle darüber zu haben, was über dich veröffentlicht wird und was man an sich jetzt gerade teilen möchte in dem Moment mit dieser Anwendung. Alle Komponenten in Datenbox, in Databox sind mit Containern verarbeitet. Das ist eine leichte Virtualisierungsplattform, was es uns ermöglicht, dass man Komponenten isolieren kann und dass es uns das Management vereinfacht, denn wir bewegen da sehr viele Teile hin und her, sodass wir Sachen teilweise auch homogen automatisieren können. Wenn ich sage, das ist plattformunabhängig, dann ist es ein bisschen bittersweet, denn wir bekommen Fehler von Nutzern, die sagen, dass Sachen nicht funktionieren, und es ist lange nicht klar gewesen, dass das, was nicht funktioniert, das liegt daran, dass es halt auf Windows benutzt wurde, also da wurde halt Docker für Windows benutzt. Und wir haben nicht bemerkt, dass dort die Skripte nicht funktionieren, weil das keine Unix-Umgebung ist. Also der Container läuft, aber die ganzen Startup-Skripte haben nicht funktioniert. Es gibt 4 Kernkomponenten in der Plattform. Es gibt den Container-Manager, es gibt das Core-Network und den Data-Store und sogenannte Arbeiter. Der Container-Manager ist das, was die ganzen Container verwaltet. Also den Lebenszyklus der Container, also was zuerst startet und dann welche Apps laufen zusammen, was ist mit was verbunden, und das beendet am Ende wieder alles. Der Arbeiter ist der Container, der im Prinzip die Tokens für den Zugang macht, und wer hat von Macaroon gehört? Einer oder zwei hier, okay. Macaroons sind, um den Shards zu benutzen, das sind die besseren Cookies. Das sind eigentlich Tokens, die man delegieren kann. Also du kannst sie zum Beispiel zu anderen Parteien in deinem System übertragen und ihnen dadurch Berechtigung geben. Die Datenspeicher geben sozusagen einen persistenten Datenspeicher. Also es können Sachen gespeichert werden über die Zeit und von verschiedenen Projekten benutzt werden. Und das ist Zero MQ basiert. Und im Hypercop-Katalog des Datenspeichers können die Sachen sozusagen auch wieder gefunden werden. Also können Anwendungen herausfinden, was eigentlich in dieser Datenbox gespeichert ist. Und im Center ist sozusagen das Core-Netzwerk, das versucht, die ganzen Verbindungen der Anwendungen fürs Internet zu verwalten. So haben wir ein virtuelles Interface für eine Anwendung, und der Datenspeicher dafür ist dann auch im Kernnetzwerk. Und so können wir das für jede Applikation speziell einstellen. Wir können alles loggen und speziell einstellen, dass es passt für die Anwendung. Wie ich bereits erwähnt habe, kommen alle Anwendungen und Treiber mit einem Manifest, sodass man sehen kann, was für Bedürfnisse die Anwendung hat, also was für Metadaten und was für Speicher benötigt es. Und sie können halt dann Daten nicht einfach so rauskopieren aus der Databox. Der Installationsprozess, also der Benutzer versucht, die Anwendung zu installieren, und dann muss man halt sagen, ja, ich will diese Anwendung diese Rechte geben, und dann verbindet sich die Anwendung mit dem richtigen Netzwerk, und dann bekommt die Anwendung die Zugangstokens, und die Datenquelle kann dann überprüfen, dass der Nutzer tatsächlich zugestimmt hat. Okay, ich werde relativ schnell durch das hier gehen. Das ist die Beschreibung von dem Middleware Layer. Das Ganze läuft auf Zero MQ und es speichert halt alles, was da passiert. Und also wir haben einen hohen Grad an Sicherheit, und wir wollen das Ganze auch auf mehrere Geräte verteilen können. Und der Hauptgrund, warum wir das tun, ist, weil wir das Ganze möglichst schnell umsetzen wollten, und
Und wir hatten halt ursprünglich Node.js und das Ganze war dann halt nicht für die Geräte geeignet, die wir einsetzen wollten, wegen den hohen Speicherbedürfnissen. Also was kann man jetzt mit der Databox machen? Also das, was wir halt unterstützen können, ist, dass das physikalische Geräte sind einfacher zu handhaben. Also man kann diese physischen Geräte sehen. Man kann sie ansehen und man kann zum Beispiel das smarte Messgerät nur bestimmte Daten lesen kann. Und dann haben wir halt bestimmte Schlüssel dafür. Und der grüne Tag verwendet dann halt. Eins unserer Teammitglieder hat eine Instanz von Node-RED aufgesetzt, was es erlaubt, Applikationen zu erstellen durch Drag and Drop von Symbolen aus dem Editor. Und diese Applikationen können in einen App Store geladen werden. Du kannst zum Beispiel ein SVG-Image nehmen und kannst dann das in einzelne Teile unterbrechen und kannst sie dann beschreiben. Wenn die Daten dann reinkommen, dann kannst du darauf zugreifen oder kann sozusagen die Software darauf zugreifen. Zum Beispiel ein Bild von einem Präsidenten und dann sind Tweets dazu reingekommen. Und man könnte zum Beispiel die Daten mit besserer Visualisierung aufbereiten, um spezieller zu zeigen, was da eigentlich gerade präsentiert wird. Das ist ein Teil an Arbeit, den wir aber aufgehört haben. Aber hier haben wir den PhD-Studenten generelle Analysen für Risiko gemacht. Es gibt zum Beispiel Sachen, die du hier immer wieder sehen wirst. Das sind Zeitserien, also sowas wie zum Beispiel Temperaturlisten über Zeit oder Feuchtigkeit. Ist es also möglich, das war unsere Frage, ist es möglich, so eine Zeitserie zu nehmen und sich sozusagen anzuschauen, was diese Daten bedeuten, wenn man sich einfach nur die verschiedenen Möglichkeiten, Entropie zu berechnen anschaut, um herauszufinden, ob es irgendwie Risiko gibt, diese Daten zu veröffentlichen. Also wie viele Informationen sind in dieser Zeitserie eigentlich enthalten? Es ist möglich zu sagen, okay, für diese Anwendung, die zum Beispiel jetzt hat Zugriff möchte da, weil sie zu oft nachfragt, kann sie zu viel rausfinden. Aber wenn diese Daten sozusagen nur für den Zeitraum von 3 Monaten zusammengefasst angefragt werden, dann ist es noch okay. Und das war grundsätzlich erstmal vielversprechend und dann könnte man da vielleicht die Ergebnisse zusammenfügen. Und dann können wir sagen, okay, diese Anwendung ist okay, also A ist okay, B ist okay. Die kommen von demselben Publisher, also wenn du die beiden installierst, könntest du aber zu dem speziell sehr viele Informationen veröffentlichen, also zu dem Anbieter. Eine andere Sache, die natürlich auch sofort einem einfällt, ist, dass man Daten, ganz viele Datenboxen raussenden möchte. Dass es jetzt halt schwer ist, irgendwie Big Data Analysen zu machen, weil du jetzt halt nicht mehr alles in der Cloud hast. Also haben wir darüber nachgedacht, wie könnten wir kleine Datenanalysen machen, als Small Data statt Big Data. Also das ist halt nochmal Privates. Und dann könnte man das ja Schritt für Schritt zusammenfassen, sodass man nicht diese riesigen Datenmeere machen muss, sondern du versuchst, die Daten, die veröffentlicht werden, zu minimieren und sodass die Daten halt privat gehalten werden und erst später machst du dann die Zusammenfassung der Informationen. Wir hatten da ein paar Ziele, die wir erreichen wollten. Eines war, Modelle anzuschauen, die noch nicht trainiert sind. Und dann diese Modelle sozusagen an die Nutzer senden. Und dann bei den individuellen Datenboxen zu schauen, ob man da was findet. Und dann auf Grundlage dieses Trainings die Modelle zu spezialisieren.
das gibt, also so kommst du sozusagen schneller weiter, was die Genauigkeit dieser Modelle angeht. Und dann war die Überlegung, wie könntest du damit eigentlich Machine Learning oder andere statistischen oder andere Analysen machen? Also alles in der UK, in England gibt es über 35 Millionen Haushalte und auf so einer großen Ebene müsste man das dann ja machen können. Okay, vielleicht eine der das ein Set von verständigen Anwendungen, die gebaut worden sind, in Kooperation mit BBC entstanden. Es gibt auf deren Website einen Blogpost, der das gut beschreibt. Also die Idee, Sie haben das BBC-Box genannt. Die Idee war, die Informationen aus verschiedenen Datenquellen, die Sie nicht wirklich gerne selber haben würden, zum Beispiel dein iPlayer, also wie du das BBC, den Content benutzt, oder dein Spotify-Account oder dein Instagram-Account. Also aus diesen drei Quellen wollten sie Informationen nehmen, ohne dass sie wirklich die Daten haben wollten. Sie haben ja keinen Bedarf dafür eigentlich und sie wollen auch nicht das Risiko eingehen. Also sozusagen die Daten von diesem System nehmen, das geht alles in deine Databox und dann haben sie da eine Anwendung von der BBC, die diese Daten verarbeitet, daraus ein Profil erstellt und das dann an deren Content-Vorschlagesystem gibt, also was du sozusagen haben willst, sodass sie Informationen darüber haben, was du denn möchtest, ohne dass sie wirklich Zugriff auf die Daten haben, was du denn genau alles konsumiert hast. Es gab dann noch ein paar andere Anwendungen. In der früheren Version gab es noch mehr Anwendungen. Eine davon zum Beispiel hatte die Idee, dass man dadurch auch irgendwie Auslösungen machen kann. Also man hatte ein paar Leute dabei, die haben sozusagen das wirklich hergestellt. Die haben da eine Videobearbeitungssoftware gehabt, wo du dann zum Beispiel aus verschiedenen Schnipseln ein Video baust. Und das Wiedergeben ist aber dann von einer Anwendung bei dir in der Databox gemacht. Und dann kann zum Beispiel die Wiedergabeanwendung dein Hauslicht steuern, wenn du anfängst, es wiederzugeben, ohne dass die BBC jetzt wirklich Zugriff auf die Daten deines Hauses haben muss. Weil das wollen sie natürlich nicht haben und das willst du natürlich auch nicht, dass die das haben. Also so kann man sozusagen die Kontrolle auf ein Gerät legen, das unter deiner Kontrolle ist, damit du deine Umgebung kontrollieren kannst. Okay, also das ist Datenbox im Prinzip. Das ist Version 2, um genau zu sein. Also wo ist die Interaktion? Wie unterstützt es besser die Menschen-Geräte-Interaktion? Also es ist besser, als wir durch dieses Projekt gegangen sind, dass wir gemerkt haben, das ist immer nicht genug. Es ist noch immer der Fall, dass der Prozess zum Anfang der Daten eine Blackbox ist. Also eine App ist irgendwie eine kontrollierte Umgebung, du kannst da nicht so genau reinschauen. Es ist nicht so ganz klar, wie der Status von jeder dieser Anwendungen ist. Wir haben da zwar so einen Log fürs Audit, es ist möglich, den zu benutzen und man könnte da vielleicht noch eine gewisse Idee bekommen, was der Prozess macht und was ungefähr so der Status ist. Aber was wir aktuell machen können mit I.O. ist noch, also mit Eingabe und Ausgabe ist noch nicht genug auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Mechanismen, wie zum Beispiel das Logging von Zugriff, die es uns ein bisschen ermöglicht zu koordinieren, was in der Datenbox passiert, aber sie können das noch nicht wirklich gut artikulieren. Und das Dritte ist, dass in der echten Welt das Datenteilen Empfänger gestaltet ist. Also zum Beispiel, wenn Leute in einem Kontext sind, zum Beispiel, wenn ich in einer Bar mit einem Kollegen rede, dann rede ich so nicht mit meiner Frau zu Hause oder mit dem Kollegen in der Arbeit. Also es kommt auch auf an, wo ich bin. Und das verändert natürlich auch ein bisschen, was ich bereit bin, denen preiszugeben. Und der Weg, wie wir das bei Databox unterstützen, ist ein bisschen zu langsam. Also du machst irgendwie bei der Installation der App eine Entscheidung und das ist nicht so einfach, das dann im Nachhinein wieder zu ändern oder erst recht nicht dynamisch. Also wie die Berechtigungen gegeben oder verwaltet werden. Also Artikulierungsarbeit. Also es gibt da ein Zitat von einem Paper von Schmidt. Also ich
Sorry. So, während man das tut, muss man halt auch viele Sachen genau beschreiben. Und man muss halt ja auch Sachen machen, wie vermeiden, dass man halt, wenn man über die Straße geht, nicht vom Bus überfahren wird, weil es halt super viele Sachen gibt, die man definieren muss. Und eine Person in diesem Prozess ist, ist natürlich jetzt beteiligt an diesem Datenaustauschprozess und du kannst natürlich auch mehrere Individuen haben, die an diesem Prozess mitwirken. Der andere Teil, den wir von diesem Design haben, ist, dass Daten ein Begrenzungsobjekt sind. Daten können in verschiedenen Arten und Weisen verwendet werden. Zum Beispiel eine Kreditkartenrechnung kann ein Objekt sein und es dient dann als Beleg dafür, dass etwas bezahlt wurde und es ist auch ein Beleg dafür, dass die Bank das Geld dann übertragen muss. Und dadurch definiert man Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten. Und es ist klar geworden, dass praktisch alle persönlichen Daten immer etwas mit Relationen zu anderen Entitäten zu tun haben. Das trifft insbesondere für Messdaten zu. Also Messdaten, die Messdaten betreffen meistens mehrere Leute. Und deswegen sollte halt nicht nur eine einzige Person darüber die Kontrolle haben. Und wer denkt, dass die E-Mail etwas Privates ist, aber das Ding ist, die E-Mail wurde halt an jemanden gesendet oder wurde von jemandem empfangen. Und da sieht man halt, dass es Daten sind, die auch andere Leute betreffen. Und was wir mit Databox versuchen, ist halt nicht unbedingt so hundertprozentig richtig. Wir versuchen, und das Ding ist halt, dass Daten prinzipiell fast immer sozial sind. Und um das Ganze jetzt zum Ende zu bringen, es gibt einige Reihe von Herausforderungen. Also, wir versuchen, diese Probleme besser zu verstehen und zu lösen. Also, was ist mit benutzergesteuerter Entdeckung? Also, wie kann man auch als Datenprozessor die User finden, die Daten haben, an denen man selber interessiert ist? Also, wer hat die Databoxes, die man gerne, mit der man gerne kommunizieren möchte? Wie kann man auch erkennen, welche Arten von Programme die Nutzer eventuell nutzen möchten? Und wie können wir diesen Entdeckungsprozess steuern? Es gibt einige Standardmechanismen, die man versuchen könnte, also zum Beispiel soziale Bewertungssysteme. Also wenn deine Freunde was Bestimmtes installiert haben, könnte es halt auch für dich relevant sein. Und das sind gute Anwendungen. Und Lesbarkeit. Es gibt Mechanismen, die Lesbarkeit unterstützen können. Man sollte seine eigenen Daten visualisieren können. Aber es könnte schwierig sein, den Einfluss von den Daten anderer Leute auf deine eigenen Daten zu visualisieren. Und es hängt davon ab, was andere Leute halt aufdecken oder zur Verfügung stellen. Und es gibt eine Frage, die auf die Entdeckbarkeit zurückgeht. Also die Frage ist halt, was wollen andere, was man selber hat und wie das auffindbar ist. Und wir haben dann
Es war nicht vollständig, also es ging uns darum, uns um das Subjekt der Daten zu kümmern. Aber natürlich gibt es da mehr Leute, die daran Interesse haben, als nur die Person selbst. Also zum Beispiel der, der die Prozesse die Daten verarbeitet, möchte wissen, dass du das nicht irgendwie gefaked hast, zum Beispiel. Zum Beispiel, wie gesagt, gerade bei einer Versicherung ist halt wichtig, dass deine Daten korrekt sind, dass du nicht einen geringeren Preis bekommst, als du eigentlich solltest. Und wenn sie deine Daten zur Gesundheit anschauen, mit einer Fitbit-Uhr zum Beispiel, und dann packt jemand seine Fitbit-Uhr an den Hund und der läuft ganz viel rum und dann sind die Daten natürlich nicht mehr richtig, sodass sie dann halt irgendwie ein bisschen Geld sparen können mit der Versicherung. Und das alles zeigt natürlich, dass es da auf beiden Seiten ein gewisses Interesse gibt. Wie ich schon gesagt habe, Daten sind etwas Soziales. Also die meisten Daten sind etwas Soziales. Also du solltest sozusagen Zugang zu den Daten, Berechtigung ausgeben können, du möchtest aber auch wissen, was mit den Daten passiert. Also wer bearbeitet es, wer sieht es an, wer teilt es. Du möchtest auch diese Rechte wieder wegnehmen können. Du möchtest also verhandeln können mit verschiedenen Datenboxen, die zum Beispiel im Haus sind. Möchtest du für meine Datenbox okay sein, dass manche IoT-Daten darauf sind? Und andere Apps in dem Haus dürfen es dann auch für einen Smart Meter für Energieverbrauch oder so. Aber eine der Datenboxen könnte das dann an den Datenprozessor geben, aber vielleicht wollen wir das nicht. Also vielleicht müsste es da eine Möglichkeit geben, dass wir alle sozusagen einverstanden sind, dass diese Informationen geteilt werden mit diesem Verarbeiter. Und das können wir aktuell zum Beispiel noch nicht, so eine soziale Interaktion. Es muss auch darüber nachgedacht werden, welche Daten werden weitergegeben, also von wem. Also wenn ich jetzt Daten an irgendjemanden veröffentliche, was macht er damit? Und was passiert danach, nachdem du die Daten veröffentlicht hast? Und ich glaube, von einem Technologieaspekt ist das Interessante, was ich gefunden habe, einmal, was man teilt, also geteilte Daten. Also wir wollen es ermöglichen, dass man diese Informationen offline speichern kann, nicht unbedingt nur auf der Databox. Also wir wollen irgendwie die Möglichkeit, dass man ein Rendezvous machen kann, sich identifizieren kann. Und das muss aber auch sicher sein, dass es funktioniert. Und das muss nicht manipulierbar sein. Und geteilte Daten sind auch interessant. Es gab eine lange Diskussion, ungefähr 18 Monate lang mit uns, wie man diese Möglichkeit von geteilten Daten benutzen kann. Also weil geteilte Daten sind ja immer irgendwie sozial. Also die Idee war, dass wir irgendwie sowas wie einen Nutzer-Account auf der Datenbox einführen mussten, also dass man die Daten irgendwie managen kann. Also dass ein Nutzer sagen kann, du möchtest das und dieser Account darf das und das auf der Datenbox sehen. Wir haben festgestellt, also es war zumindest meine Meinung, dass das sehr komplex oder sehr kompliziert wird. Denn am Ende ist die Frage, wer darf diese Accounts verwalten, wer kann welche erstellen und so weiter. Aktuell mit aktuellen Systemen gibt es keine Möglichkeit, wie man sowas mit einem Root-User machen kann. Also jemand, der alles sehen kann. Also in anderen Projekten gibt es auf jeden Fall, die wir machen. Wenn du zum Beispiel auf persönliche Daten schaust, sind Leute haben gar nicht so viele Probleme damit, dass irgendjemand ihre Daten sieht, aber Leute bei sich zu Hause dann schon. Also du willst nicht, dass deine Eltern sehen können, was du im Internet so alles treibst. Aber dass es zum Beispiel dein Internetprovider sehen kann, das findest du dann gar nicht mehr so schlimm. Also da gab es eine Schwierigkeit, darüber nachzudenken, wie kann man das sozusagen implementieren, dass es da einen Account gibt, der alles sehen kann. Also ich habe da lange und hart drüber nachgedacht, wie man das eine Datenbox für nur eine Person haben kann. Aber das löst das Problem ja nicht wirklich von sozialen Daten. Und das Beste, wie wir dem irgendwie näher kommen, ist, dass man die Daten sozusagen reproduziert von Datenbox zu Datenbox. Und da habe ich dann lange wieder drüber nachgedacht. Und dann bist du ja in einer Welt, wo du den Zugang zu den sozialen Daten irgendwie verwalten willst. Also musst du erstmal mit den ganzen Leuten im Haus sprechen, bevor du die Daten veröffentlichst, damit du dir klar bist, was die Meinung dieser Leute ist. Also musst du irgendwie im Wohnzimmer sitzen
damit du das Bewusstsein hast, weil sonst weißt du nicht, was die Meinung von den Leuten ist. Das waren interessante Probleme, wie man solche Interaktionen und diese Bedürfnisse irgendwie abdecken kann. Und damit bin ich mal am Ende. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Vielen Dank für den Vortrag. Wenn ihr noch Fragen habt, dann geht bitte zum Mikrofon. Danke dafür. Ich frage mich, wie du dir überlegst, wie das dann auch nach der Universität irgendwie in eine größere Benutzergruppe sein kann, also so ein E-Citizenship-Modell, also eine elektronische Staatsbürgerschaft und deine Gedanken, was du glaubst, was passieren muss, damit das auch größer angenommen wird, in größerer Menge. Also ich kenne das estonische Bürgermodell leider nicht gut genug, um da was Genaues zu sagen. Aber damit dieses die Box tatsächlich weitläufig eingesetzt wird, müssen wir es halt nochmal komplett neu implementieren. Eine große Herausforderung in Bezug auf Akzeptanz ist halt auch die Frage, welche Anwendungen sollen darauf laufen? Und das Ding ist halt, niemand weiß wirklich, was man mit diesen Geräten machen sollte, was die besten Anwendungsfälle sind. Also es könnte halt sein, dass es eigentlich ein totes Projekt ist, weil es keinen wirklichen Bedarf dafür gibt. Also die Frage ist halt auch, wie nützlich ist es tatsächlich? Wir brauchen halt eine Killer-Anwendung, die die Popularität bringt. Also das BBC hat halt das Beispiel mit dem BBC hatte ich halt erwähnt und das aus dem Hackathon rauskam. Und es ist halt echt schwer, die richtigen Anwendungen zu finden. Was wir halt brauchen, ist den Entwicklungsprozess einfacher zu machen, auch im Hinblick auf die Neuimplementierung. Aber ich denke, der Entwicklungsprozess war viel schwieriger, als wir es gedacht haben. Und das Ding ist halt, wenn man nicht auf die Cloud-Services einfach zugreifen kann, dann ist das plötzlich ein ziemliches Hindernis, auf das man nicht gefasst war. Und der Entwicklungsprozess ist wirklich etwas, was wir noch verbessern müssen. Ja. Thank you very much. More questions? Yeah, go ahead. Yeah, thanks a lot for the great talk. Würdest du sagen, dass... also, was hattest du im Kopf, als du das für IoT-Anwendungen entwickeln wolltest? Es änderte sich im Laufe der Zeit. Als wir zuerst mit dem Projekt gestartet haben, haben wir halt an soziale Medien und E-Mail und IRC-Logs und Chat-Logs gedacht, die persönliche Daten sind. Dann haben wir halt auch über Bankdaten, finanzielle Daten gesprochen, weil das halt auch sensitive Daten sind. Und als die Zeit weiter verging, hat ein Kollaborator von mir Geld bekommen, um halt sich mit Internet of Things zu beschäftigen. Und Internet of Things Daten sind etwas, was halt passieren wird in der nahen Zukunft. Und das Ganze ist dann auch im Zusammenhang mit persönlichen Gesundheitsdaten, mit den ganzen Geräten, die man tragen kann und die Daten aufnehmen. Und ich denke nicht, dass es... Es spielt jetzt keine große Rolle, ob das jetzt IoT-Daten sind oder andere Daten. Man hat halt dieses grundsätzliche Problem, dass Daten sozial sind. Great. Any more questions? Okay, noch eine Frage von Mikrofon Nummer 1. Ich würde dich bitten, ein bisschen auszuführen über die verschiedenen Ebenen,
Also sozusagen die Ebene von, das hier ist ein Haushalt und einer kann das kontrollieren und das hier ist sozusagen jetzt eine Gemeinschaft, irgendwie ein Dorf oder so und einer kann das da kontrollieren. Also du kannst es ja einmal im Haus irgendwie die Temperatur verändern. Aber andere Leute, die jetzt halt bei dir im Haus sind, wollen es irgendwie viel wärmer haben. Also sagst du, das hier, es kann ja nicht der Fall sein. Und die ganze Nachbarschaft oder die ganze Straße oder der ganze Block. Das ist sozusagen dann eine andere Ebene, wo du andere Fragen hast, die beantwortet werden müssen. Könntest du mal da vielleicht ein bisschen drüber was sagen, wo du vielleicht guten Nutzen für diese Box hättest? Also das ist eine interessante Herausforderung, warum wir auch auf ein verteiltes System denken. Also, wie man halt Leute dazu motivieren könnte, ist, Energieverbrauch zu reduzieren, ist, dass man ihnen mitteilt, was der Durchschnittswert ist. Und dann können sie das halt vergleichen und das dann eine Kontrolle für sie. Aber wenn man halt auch weiß, dass andere Häuser die gleiche Konfiguration haben wie man wie das eigene Haus, dann ist es auch ein besserer und vertrauenswürdigerer Vergleich. Und dann ist es halt wirklich repräsentativ und nicht, wenn die Datenboxen überall verteilt sind. Und ein Postdoc von mir hat ein AU-System geschaffen, mit dem und er hat dann sehr viel OCaml-Code über sein persönliches Projekt geschrieben. Wir haben noch nichts veröffentlichen können oder zumindest in Einsatz bringen können und wir hoffen, dass wir das im nächsten Jahr oder dem Jahr danach dann machen zu können. Und wir hoffen, dass wir, wenn wir diese Ideen dann tatsächlich ausprobieren, dass es möglich ist, das in einem Umfang zu machen, das größer ist als ein einzelner Haushalt. Okay, haben wir noch mehr Fragen? Ja, Mikrofon Nummer 2. Könntest du ein bisschen darüber sprechen, also noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, bei dem Vertrauen auf Anwendungen und was ist, wenn sie Sachen machen, die man eigentlich nicht wollte, also Daten anfragen, die auf anderen Daten basieren, sodass du Daten preisgibst, ohne dass du das eigentlich willst. Okay, das ist ein Problem, das wir bis jetzt noch nicht wirklich behandelt haben. Wenn eine Anwendung versucht, etwas durchzuführen, was ihr nicht erlaubt wurde, dann funktioniert das halt nicht. Aber wenn eine Anwendung die Erlaubnis hat und das durchzuführen und dann bist du auch, wenn du damit zufrieden bist, dann passiert das halt alles. Also die Frage ist halt, was ist, wenn man nachher feststellt, dass die Daten, die man freigegeben hat, tatsächlich nicht freigegeben hätten werden sollen? Thanks. So we have one more noch eine weitere yes. Frage. Was ist, wenn verschiedene Apps dieselben Daten benutzen wollen? Gibt es da irgendwie einen Standard, also irgendeinen semantischen zum Beispiel, um zu verstehen, was bestimmte Spalten und Zeilen bedeuten zwischen den Anwendungen? Nein, also wir haben noch nicht versucht, das alles mit Taxonomien und Ontologien zu analysieren. Also die Anwendung muss wissen, was die Datenquelle ist. Und sie müssen das Format auch kennen. Also spricht jede Anwendung sozusagen mit ihrem eigenen Speicher in der Box? Nein, der Autor von jeder Anwendung muss das Format für die Anwendung kennen und auch implementieren. Und wie kannst du dann sehen, dass zum Beispiel dieses Projekt, so wie das Solid-Projekt, das von Tim Berners-Lee geführt wird, oder das OnCloud-Projekt, ich sehe da irgendwie Patterns? Ich denke, dass diese Projekte, also dass wir halt uns fokussieren auf die Plattform der Kontrolle und es geht nicht weniger darum, was die Anwendungen dann tatsächlich berechnen. Also Solid hat sich auch weiterentwickelt, seitdem ich das letzte Mal mir das angeschaut habe, aber es geht halt
es geht um die Plattform im Endeffekt. Und ja, und also was wir halt machen, ist, dass wir halt uns wirklich auf physikalische Geräte fokussieren. Und wir wollen das auch ausnutzen, dass wir halt tatsächlich physikalische Geräte haben, weil man mit Software halt nicht diesen Grad der Kontrolle hat. Okay, noch mal eine Frage. Mich würde interessieren, ob du irgendwie Informationen hast. Also vielleicht, ob es ein Bewusstsein für das Problem gibt innerhalb der Bevölkerung. Also ob die Leute irgendwie schon ein Bewusstsein für die Implikationen haben. Also spontan, nein. Also wir wussten von einem früheren Projekt, dass der Grad des Verständnisses, das Leute hatten, war es halt jetzt eher nicht so gut, aber ich habe jetzt keine wirklich gute Übersicht. Ich denke, wenn wir, als wir in Nottingham waren, da haben wir halt Umfragen rumgeschickt und aber ja. Und es gab einige Fragen in der Umfrage und diese Fragen machten keinen Sinn von der technischen Seite her. Und dann haben Leute halt tatsächlich Sachen gesagt wie, ja, nein, ich nutze das Internet nicht. Und dann gab es halt wirklich Sachen wie, ja, dieselben Leute, die halt gesagt haben, sie nutzen das Internet nicht, haben gesagt, sie nutzen Facebook. Und es ist halt schwierig, das Verständnis von Menschen zu messen, weil diese Konzepte so abstrakt sind. Und viele Dinge sind sehr dynamisch. Und wenn man die Fragen halt unterschiedlich stellt, kriegt man verschiedene Antworten. Und es ist wirklich schwierig, wirklich robuste Daten dazu zu sammeln. Okay, vielen Dank. Es scheint keine Fragen mehr zu geben. Damit verabschieden uns wir jetzt auch aus der Besetzerkabine.